who turned out the lights? One of those? Hey Freunde der fantastischen Rollenspiele, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Final Fantasy 12. In der letzten Folge sind wir hier abgestürzt in den Bahrheim-Tunnel. Haben hier Strom wieder angestellt, rechts sehen wir die Batterie, die wird leider, wenn wir hier die Türen öffnen, was wir öffnen müssen, aber auch so langsam weniger. Dann habe ich bis jetzt noch keine Nachricht von euch bekommen, was für Lizenzen wir vergeben sollen. Deswegen würde ich jetzt bei Parfait und Friends schon mal entscheiden selber. Es steht immer noch offen, was wir für Pennello machen. Da habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch zu überlegen. Für Pennello hatte ich vorgeschlagen, entweder Weißmagie, Schwarzmagie und was war dann noch? Ich glaube, Pikenier. Eins davon. Oder ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen, was wir hier denn zur Auswahl haben. Also dann für Pennello. Bei 4 würde ich trotzdem jetzt Maschinist machen, weil er hat schon eine Feuerwaffe, deswegen würde ich mit ihm da weitergehen. Und Fran würde ich erstmal Waldläufer. Dass sie ja schon mal einen Bogen hat. Das machen wir jetzt gleich. Und vergeben auch endlich mal ein paar Lizenzpunkte an beide. So, gleich die nächste Feuerwaffe freischalten. Die MP können wir mitmachen. Irrlichter? Keine Ahnung. Lederhut, Lederhelm, nee. Da nochmal was mit rein. Das können wir gleich noch mitnehmen. Was hat er hier? Die Weinzepter, Multizepter. Clown. Ich würde ihnen gleich noch mal ein Gambit mitgeben. Zollzepter. Und vielleicht gleich noch diese Lizenz. Ah, das klingt auch gut. Haben wir ihn schon mal soweit fertig, dann würde ich gleich Fran noch mitmachen. Da hat man gesagt Waldläufer. So, bei ihr. Gleich noch den nächsten Bogen, den haben wir schon. Auch das. Genau, noch Gambit-Lizenz. Was hat's hier? Erste Hilfe klingt doch auch schon mal nicht verkehrt. MP weiß ich noch nicht, wie wir die benötigen bei ihr. Analyse. Dann könnten wir nämlich sie auf Daueranalyse laufen lassen. Würde gleich noch den nächsten Bogen und das wäre jetzt erst einmal soweit. Dann können wir sie nämlich auch noch besser ausrüsten. Da haben wir nur die Zwiebelkugeln. Helm, ja. Also bessere Ausrüstung haben wir für beide nicht. Außer halt den stärkeren Bogen, also die stärkere Waffe. Aber, ach doch, die Gambits können wir gleich mit vergeben. Ball 4.
Würde ich aber noch nichts geben. Weil er hat momentan nicht wirklich etwas. Aber sie kann auf den Gruppenführer was geht nicht auf sich selber. Was für eine Bedingung braucht man da? Angaben. Sich selbst. Analyse, genau. Machen wir gleich ganz hoch. Dann braucht Bahn das nicht mehr machen, weil Fran das immer wieder hat. As all manner of things, then strike when you're least wary. Some of them have a fondness for energy, I'm told. They gorge themselves on the stuff till there's naught left. So, what happens then? Was passiert wohl, wenn das Licht ausgeht? Lights out, and it's worse in the dark. Much worse. So, let them get too close to one of those conduits, and they'll suck it dry. But don't worry. It'll give the energy back if you ask nicely. Sticking it with a sword helps too. Clock's ticking. Ach, das ist doch wieder logisch. Der Batteriemimik. Ah, ist das schön mit den steigeren, Waffen bei den zwei. Macht's doch gleich viel mehr Spaß. Lizenzpunkte. Mini-Mimik. Sehr fein, sehr fein. 65%. Das finde ich aber nicht schön. 64. Ja, da ist wieder ein Mimik irgendwo. Und saugt's wieder leer. Hier sind Mini-Mimics. Ja, kommt schon. Nice. Und gleich hier auf den Batterie-Mimic. Wir brauchen den Strom. Das ist bestimmt die Waffe von mir, die was stumm macht. Sehr schön. Ha, 85%. Das gefällt mir. Eine Potion. Prozent wäre mir aber lieber. Stopp. Böser Mimik. Der andere rennt auch schon wieder dahinter irgendwo. Ich will mich trotzdem erstmal noch ein bisschen umschauen. Also wir müssen echt auf diese Mimics aufpassen. Oh, 98%. Läuft.
So, hier ist noch mal ein Gegner. Habe ich gesehen. Muss aber auch ein bisschen aufpassen, weil hier kann man sich gerne mal verlaufen in den Tunnel. Und das möchte ich eigentlich nicht, dass wir uns verlaufen. Da wäre Fledermaus und eine Urne. Ich möchte eigentlich eher rauskommen. 100%. Oh, ist das nice. Den direkten Weg zum Ausgang weiß ich leider auch nicht mehr. Aber ich klappe mal alles mal ein bisschen ab. Sollen die Gegner zu stark sein, wissen wir ja, dass wir falsch sind. Oh, guck mal, wer da ich. Da schon wieder eine elektrische Leitung will. Echt, ich weiß, dass es zu weit weg ist. Wir können es auf jeden Fall nicht zulassen, dass es uns den ganzen Strom wegsaugt. Ja. Schatz, 41 Geld. Mensch, wir sind reich, wenn wir hier rauskommen. Ja, Mann. Super so. Nicht entladen. Würde ich jetzt trotzdem mal ganz gerne warten. Ah, das hätte ich über Ball 4 machen sollen. Da ging es nicht weiter. Nein. Okay. Doch nicht so verwirrend, wie ich gedacht habe, oder war das woanders dann? Also ich weiß, hier kann man noch sehr viel mehr entdecken, was aber in unserem jetzigen Zustand eher kontraproduktiv wäre, wenn wir dorthin gehen würden. Ich glaube. Ja, gute Fran. Schwäche ist Wind. Wir haben keinen Wind. Will die Urne aber. Die knabbert mich an. Ich mag das nicht. Nicht einknabbern. Hier ist wieder eine Truhe. Und was finden wir? Bestimmt die Karte. Die Karte der Bereibentunnel erhalten. Alle Kartenabschnitte sind aufgedeckt. Sehr fein. Bosch, finde ich aber nicht toll, wenn du jetzt drauf gehst. Right.
Komm schon, Mimik. Nicht an den Leitungen gehen. Ich hoffe echt, Bosch heilt sich demnächst mal. Ja, gut. Ball 4 hilft. Wo müssen wir hin? Ja, ist ein bisschen größer die Karte. Wir schauen mal hier rein. Hier ist auch wieder jemand, was an unsere elektrischen Leitungen möchte. Und da unten saugt schon jemand. Warn wäre vielleicht mal vom Vorteil, wenn ihr den heilen würdet. Ich gebe mal Warn im Potion und Borsch auch lieber. Weil das sind meine zwei Frontkämpfer gerade. Und ich möchte doch nicht, dass die fertig gemacht werden. Wir holen uns erstmal fix den Mimik. Da dreht ja jemand ganz schön durch. Hier was, hier ist irgendwas. Und zwar da. Phoenix Feder. Ich bin eine Biene. Ich bin ein Phönix. Bis jetzt mussten wir noch nirgends sowas auf- oder zumachen. Einen Gladiatorenharnisch. Können wir aber leider nicht verwenden. Ja gut, aber ich würde mich jetzt auch erstmal verabschieden für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierher und schaltet natürlich dann auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir den Bahrain-Tunnel noch weiter erkunden. Bis dahin, auf Wiedersehen!